So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir probieren heute ein kleines neues Format aus mit dem Florian. Ja, die meisten denken immer, ja, dass wir YouTube, ich sag mal, so Aktivisten uns total scheiße finden. Erstens ist das auch so. Nee, deswegen schmeiße ich gleich den Pool. Nee, so ist das gar nicht. Sondern in der Regel können wir uns eigentlich relativ gut verstehen, denn wir haben ja eigentlich eine ähnliche Vision. Und oft ist ja die Vision, von seiner eigenen finanziellen Freiheit zu erzählen, von der eigenen Entwicklung, sich mitzuteilen, sodass die Leute, die zuschauen, einen maximalen Mehrwert daraus generieren. Ne? Und wenn zwei die gleiche Vision haben oder das gleiche Ziel haben, dann ist das eigentlich normal, wenn es sich nicht unbedingt um zwei extrem ausgeprägte Alpha-Tiere handelt, dass die sich eigentlich gut verstehen. Ne? Ja. Und so ist das auch in diesem Fall. Und deswegen sitzen wir hier sauchillig am Pool und warten drauf, bis das Essen fertig ist. Genau. Wir sind nämlich gerade auf der Immobilien-Mastermind-Gruppe vom Nico auf Mallorca. Wir haben jetzt hier 3 Tage lang intensiv über Immobilienthemen sprechen, natürlich bei schönem Wetter und auch am Pool. Das heißt, das Schöne mit auch dem Nützlichen verbinden. Und wir haben natürlich auch viele gemeinsame Schnittmengen, was die Themen angeht. Und gerade das Thema finanzielle Freiheit ist ein großes Thema. Da jetzt haben natürlich viele Leute auch über die finanzielle Freiheit reden, haben wir gedacht, wir reden heute mal über die Hürden zur finanziellen Freiheit. Weil gerade die, die den Weg schon geschafft haben, Flo hat den Weg ja schon geschafft, er ist ja schon finanziell frei, hat damals gemerkt, welche Hürden es gab. Ich bin gerade dabei, ich erlebe ja natürlich auch am Leib. Und deswegen sprechen wir heute mal über die Hürden zur finanziellen Freiheit und tauschen uns da mal aus. Also es wird auch ein kleiner Dialog. Ja, das Schöne ist natürlich, wenn man die Hürden kennt und weiß die Hürden, dann sieht man sie leichter und kann sie besser umschiffen, als wenn man natürlich die Hürden gar nicht kennt, dann ich sag mal, so schifft man wahrscheinlich in das eine oder andere Fettnäpfchen rein. Und deswegen finde ich das Thema Hürden eigentlich ganz interessant. Denn ich sag mal, so die Scheiße, die wir verzapft haben, die musst du ja nicht unbedingt nachmachen. Ja. Ne, da kannst du ja schlauer sein als wir und Zeit sparen und noch schneller und noch effizienter zur finanziellen Unabhängigkeit zu kommen. Und ich finde, das ist schon erstes interessantes Thema. Manche Menschen sprechen von finanzieller Unabhängigkeit, finanzieller Freiheit. Ja. Machst du da einen Unterschied jetzt bei dir persönlich oder ist es, was ist da deine Headline? Ja, also ich spreche hauptsächlich schon von finanzieller Freiheit, aber mir ist natürlich bewusst, dass es Unterschiede gibt, weil das eine ist natürlich, du machst dich erstmal unabhängig von den ganzen Ausgaben, die du hast und von vielen äußeren Einflüssen. Du machst dich wirklich unabhängig, aber dann hast du ja gerade erstmal den Status quo erreicht. Ja? Und meistens will man sich ja noch weiterentwickeln, man will sich noch andere Ziele und Träume erfüllen und da kommt man dann noch mehr in den Bereich finanzielle Freiheit. Also auf der einen Seite ist es gekoppelt an den finanziellen Aspekt und natürlich auch an den mentalen Aspekt. Weil es gibt ja auch Leute, die sind vielleicht finanziell schon frei, aber vielleicht mental noch gar nicht frei. Ja, das gibt es auch, keine Frage. Und deswegen gibt es schon verschiedene Stufen. Und das wird einem aber auch während des Prozesses bewusst. Weil wenn man damit anfängt, hat man ja nicht gleich den Plan, oh krass, ich bin dann unabhängig, dann frei mit dem Betrag. Das entwickelt sich ja auch und das verändert sich teilweise im Laufe der Zeit. Absolut. Und bei mir war es erstmal so, als ich zum ersten Mal davon geredet habe, finanzielle Freiheit, ging es erstmal für mich darum, wirklich alle meine Kosten zu decken, die ich halt so habe, dass ich erstmal wirklich unabhängig davon bin, was passiert, vor allen Dingen, weil ich bin ja noch Angestellter, wie ihr wisst, und da ist man ja abhängig von einem Arbeitgeber, von einer Einkommensquelle. Ja. Ne? Und jetzt möchte ich vielleicht schon gleich die erste Hürde ansprechen, das ist echt super Dialog, weil die erste Hürde ist natürlich, diese ganzen Headlines wie finanzielle Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit hören sich alle super an, aber jeder versteht was anderes drunter. Denn für jeden ist Freiheit was völlig Unterschiedliches. Für einen ist Freiheit, das Auto zu fahren, was er sich schon immer gewünscht hat und dann fühlt er sich schon frei. Für den anderen ist Freiheit, dass er dort leben kann, wo er möchte. Für den nächsten ist Freiheit, einfach nicht im Gefängnis zu sitzen. Und deswegen die erste Hürde, die man eigentlich erstmal nehmen muss, wenn man sich zum Thema finanziell, ist ja der Hintergrund finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit, Gedanken macht, ist, das für sich selber zu definieren. Ja. Ne, weil nur das, was du für dich selbst definierst, also nur dann, wenn du natürlich deinen Weg, dein Ziel definierst, dann kannst du es auch erreichen. Oder anders ausgedrückt, wenn du nicht weißt, wo du hinsegeln sollst, dann hast du nie günstige Winde. Und deswegen ist das allererste, sich mal zu verschriftlichen. Deswegen finde ich Dokumentation auch wichtig. Für mich ist ein Ziel kein Ziel, was man nicht verschriftlicht. Ja. Also da gibt es auch etliche Studien dazu. Gibt es da so eine berühmte Harvard-Studie und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, to make a long story short,
In der Regel gewinnen die Leute, die ihre Ziele verschriftlichen und ganz konkret machen, messbar machen, weil das ist genauso, wie wenn du abnehmen willst, wenn du nicht jeden Tag auf die Waage stehst, dann weißt du nicht, ob deine Strategie erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Und ein Kilo mehr oder weniger merkst du eigentlich an dir auch nicht so einfach. Ja. Und deswegen ist es wichtig, fein kalibrieren zu können. Und der erste Fehler, den man macht, ist, seine Ziele nicht aufzuschreiben und für sich nicht zu definieren, was finanzielle Unabhängigkeit ist und was finanzielle Freiheit ist. Ich habe bisher nicht erlebt, dass jemand es geschafft hat, aus eigenem Maße finanziell frei oder unabhängig zu werden, wenn er sich keine Ziele setzt und wenn er sie nicht verschriftlicht. Und der erste Schritt ist in der Regel, dass man mal eine Einnahmen-Ausgabenrechnung macht für sich selber, also auch im Detail, was gebe ich alles aus und auch im Detail, was nehme ich alles ein, um natürlich, ich sag mal so, die einzige Möglichkeit, das einzige Mittel, finanziell frei zu werden, ist das Delta am Anfang zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und deswegen ist die erste Aufgabe, die man sich stellen sollte, ist erstmal zu ermitteln, wie dieses Delta ist und dann alles zu versuchen, dieses Delta so groß wie möglich zu machen. Also alle seine Kosten hinterfragen, zu gucken, welche Kosten kann man reduzieren und bei den Einnahmen natürlich zu schauen, hey, was kann ich eigentlich tun, um meine Einnahmen zu optimieren. Ja. Und das ist eigentlich schon, muss ich sagen, ein ganz großer Teil der Wahrheit, dass die meisten, die machen sich keine detaillierten Gedanken darum, wie eigentlich ihre aktuelle Ist-Situation ist. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorne ansetzen, weil du ja gesagt hast, man muss sich dem erstmal bewusst werden, was finanzielle Freiheit ist. Ja. Ich bin damals ja in die Schweiz gegangen, habe dann viel Geld verdient, habe das auch ausgegeben und ich dachte damals, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, ich habe halt viel Kohle. Ich war einfach mental noch nicht so weit. Ja. Ne? Und irgendwann habe ich dann mal gemerkt, auch wenn ich jetzt keinen Bock habe, morgens aufzustehen, ich muss trotzdem halt zur Arbeit gehen. Ja. Ne? Man muss sich erstmal selber bewusst werden, was bedeutet so eine Freiheit. Und das hat bei mir auch lange gedauert, gebe ich auch zu. Ist ein Prozess. Und da muss man sich auch, gar nicht für schämen. Ja? Man muss halt nur irgendwann, man muss es dann mal erkennen, dass man im Hamsterrad halt auch rennt und dass man da raus will. Und dann fängst du damit an, das Aufstellung zu machen. Wobei man auch klar sagen muss, vielleicht warst du auch in Stufe 1, als du in der Schweiz warst und gutes Geld verdient hast, das erste Mal frei, weil du nicht vielleicht auf jeden Euro gucken musstest. Ja. Und das sich natürlich schon ganz anders anfühlt, wie wenn man auf jeden Euro gucken muss. Und das ist auch schon eine Form der Freiheit. Ja. Und manche sind auch damit zufrieden, dann ist der Schluss. Ja. Dann ist auch die Weiterentwicklung, hört dann auf. Oder und so ticken halt in der Regel auch viele, die finanziell frei werden wollen, die erkennen, okay, wow, so fühlt sich das an, aber da muss es doch mehr geben. Ja. Und dann versuchen sie wieder für sich selber, oder nicht versuchen, sondern machen für sich selber wieder eine Analyse, was heißt für mich eigentlich Freiheit? Und dann kommen sie vielleicht auf die Idee, Freiheit ist nicht dem Frohdienst der täglichen Arbeit zu unterliegen. Ja. Also irgendeine Pflichtveranstaltung zu besuchen jeden Tag, wo man auch vielleicht nicht seinen eigenen Traum erfüllt, sondern den Traum eines anderen, eines CEOs oder eines Eigentümers einer Firma. Mhm. Ne, sondern dass man sagt, hey, ich möchte eigentlich meinen eigenen Lebenstraum umsetzen. Und das ist für mich Freiheit. Richtig. Weil das war nämlich bei mir damals auch schon eine weitere Hürde. Weil wie du sagst, ich habe damals viel Geld verdient. Und ich dachte, ich bin frei, ich kann jetzt da hinreisen, wo ich will, ich kann mir das Auto kaufen, was ich halt will. Aber mir war ja nicht bewusst, dass die Hürde trotzdem auch da ist, dass ich das nur machen kann, solange wie ich zur Arbeit gehe. Jo. Wenn ich dann mal einen Monat lang zu Hause bleiben will, ist das nicht. Das heißt, erstmal muss man sich klar werden, was braucht man, um frei zu sein. Und dann ist ja die nächste Frage, wie komme ich denn zur Automatisierung hin? Ganz klar. Na? Und hier vielleicht noch so einen kurzen Link. Gerade wenn du als Immobilieninvestor frei sein willst. Immobilieninvestment frei heißt halt, du kaufst ein Objekt, und deine Mieteinnahmen, deine Netto-Kaltmiete ist größer als die laufenden Ausgaben, die du hast, sodass du für diesen Anteil schon mal nicht mehr aktiv arbeiten musst, dann ist es zum Beispiel auch keine gute Idee der Freiheit zu sagen, ich will jetzt frei sein, ich kündige meinen Job und werde jetzt Immobilieninvestor. Weil leider ist man dann doch nicht so frei, denn Bonität ist auch ein wichtiger Faktor, gerade am Anfang. Und die meisten, das finde ich auch ein cooles Modell eigentlich für Deutschland, eine sogenannte Selbstständigkeit Light zu wählen. Das bedeutet, solange die Sonne scheint, hast du Job 1, der dir Bonität bringt und Zuverlässigkeit. Und wenn dann der Mond aufgeht, hast du Job 2 und dann fängst du an, in kleinen Schritten, tüftelnd, erfahrend, dich in dem Bereich, der dir Spaß macht, dort letztendlich ein Geschäftsmodell zu etablieren. Und erst dann, wenn das Geschäftsmodell geprüft läuft, kannst du ja Stunden reduzieren, solange dass deine Bonität noch gut bleibt, weil Fakt ist, wenn du dich selbstständig machst, hast du erst nach 3 Jahren, wenn du mehr als 30.000 oder 40.000 Euro verdienst pro Jahr Gewinn,
die gleiche Bonität wie jemand, der 3 Lohnzettel hat und außerhalb der Probezeit ist. Das heißt, du hast schneller eine gute Bonität als Angestellter, als Selbstständiger. Und deswegen ist es manchmal auch ein Risk, alles auf eine Karte zu setzen, nicht sofort selbstständig zu machen, weil meistens kriegst du dann keine Finanzierung mehr. Und deswegen ist eigentlich ein cooles Kombo-Modell in Deutschland, dass man seinen Halbjob erst nochmal behält, nebenbei was testet auf sicherem Terrain. Das Tolle ist auch, alle Einnahmen dann sind zu 100% extra, die man wieder verwenden kann für finanzielle Freiheit. Und wenn man dann merkt, das läuft gut, kann man seinen Hauptjob, Job stundentechnisch in Deutschland ja easy peasy reduzieren. Hast du das genauso gemacht? Genau. Also ja, weil ich habe nicht reduziert die Stunden, sondern ich hatte dann einen Exit. Okay. Ne? Aber ich habe auch nebenbei mich erst ausprobiert, weil wie sind wir Deutsche? Wir brauchen Sicherheit. Ich bin jedenfalls sehr sicherheitsorientiert und ich hätte mich nicht getraut, einfach von heute bis morgen ungetestet einfach was Neues zu machen, sondern ich teste es in sicherer Atmosphäre und wenn ich merke, okay, in meiner Atmosphäre ist das safe und wenn ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich noch mehr Stunden reingebe, noch mehr Intensität reingebe, dann werde ich auch noch erfolgreicher sein, weil ich es ja schon klein getestet habe, dann gehe ich den Schritt. Ja. Aber ich sag mal, nur Idioten, ne, bestes Beispiel, testen die Tiefe des Wassers mit beiden Füßen, ne, zuerst voran. Sondern in der Regel machst du Toe-in-the-Water-Konzept, das heißt, du testest mit deiner Zehe erstmal das Wasser, wie es sich anfühlt. Und wenn du merkst, du fühlst dich wohl, dann machst du mehr und entwickelst es weiter. Und das finde ich ist auch eine dumme Idee, alles gleich in den Sand zu hauen, wie es gestern war. Sondern eigentlich ist es besser, auch wieder hier seine Strategie zu entwickeln und langsam rauszugleiten. Aber das braucht natürlich dann auch extrem viel mentale Kraft, weil wie du sagst, ist das Erste, man muss erstmal beides parallel machen und nicht jeder hat natürlich Bock, nach dem 8-9-Stunden-Job nochmal 3-4 Stunden dran zu hängen. Ne? Oder nicht bei jedem macht das auch das familiäre Umfeld mit. Ne? Ja. Weil wenn du nach Hause kommst und deine Frau sagt, jetzt ist Schluss, jetzt gehst du nicht noch an den Computer, kann das ja auch ein Problem sein. Ganz klar. Und dann musst du mit natürlich deiner Frau auch reden und dein Umfeld mitnehmen und ihnen erklären, wie wichtig für dich finanzielle Freiheit ist und dass du eigentlich gar kein glücklicher Mensch sein kannst, wenn du nicht frei bist. Weil meine Erfahrung ist, hat Freiheit enorm viel mit Glück zu tun oder Zufriedenheit. Denn das bedingt sich jemand, der... Also Glück empfinden, nicht Glück haben. Nee, Glück empfinden. Ja. Also oder Zufriedenheit empfinden. Ja. Jemand, der nicht frei ist, kann meiner Meinung nach nicht zufrieden sein. Und das ist eigentlich die die Grundlage für Zufriedenheit und Glück ist Freiheit. Ja. Wobei jeder anderes Maß an Freiheit braucht. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Und wenn du eigentlich in deinem Job unzufrieden bist, also es liegt vielleicht eine Weg-von-Motivation vor, weil du jeden Tag das Gefühl hast, du erfüllst die Wünsche und Träume eines anderen und auf der anderen Seite hast du aber auch ein Ziel und deswegen ist das Zielsetzen so wichtig, dich hin zu einem Punkt zu entwickeln, dann hast du eigentlich genügend Energie, die Doppelmotivation von weg hinzu, damit du loslegst und deine Träume realisierst. Du hast halt, dieser Schmerz kann halt ein unglaublich großer Motivator sein, weil du merkst halt, wenn du da weg willst, dann geht es dir meistens schlecht, beschissen, wie auch immer. Und wenn du dann mal von der finanziellen Freiheit ein bisschen gekostet hast oder dir einen Plan machst, wie kann das aussehen und du entwickelst dann ein Modell, was funktioniert und dann jeden Tag wirst du ein Stückchen besser, kommst der Freiheit näher, dann entwickelst du plötzlich so viel Leidenschaft darin, dass du natürlich die Leidenschaft in dem anderen Bereich abbaust. Und dann ist es extrem schwer, den Hauptjob zu machen, richtig, weil du keinen Bock mehr hast. Richtig, das ist halt meine Hürde zum Beispiel, die ich gerade habe. Ja, weil mein Job an sich, der macht mir schon Spaß. Ja? Kreativ sein, Datenmodellierung machen und so weiter. Aber das Angestelltenverhältnis, das ist halt, was mir halt nicht mehr so viel Spaß macht, weil du halt, wie gesagt, nicht frei bist. Und du machst Aufgabenpakete von einem anderen und die musst du umsetzen. Das ist Arbeitnehmertum. Ja. Ne? Also so ist das ja nun mal. Ja. Ich meine, du hast ja damals auch dir erstmal die Ziele gesetzt, ne? hast die aufgeschrieben. Ja. Und du wusstest auch von Anfang an, wie die Ziele aussehen? Für mich war das Allerwichtigste im Leben, ich möchte nicht abhängig sein von einem anderen. Ja. Und ich möchte frei sein, selbstbestimmt, selbst Herr meines eigenen Lebens zu sein. Ja. Und das sind für mich heute auch noch die allerwichtigsten Ziele. Mhm. Und was auch interessant ist, ne, wenn du nur Konsumziele hast in der Regel, dann ist es sehr schwer, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, weil die widersprechen sich mit finanzieller Freiheit. Weil Vermögen heißt behalten und Konsum heißt ausgeben. Und du brauchst ja erst einen gewissen Vermögensstand, um frei sein zu können. Und das widerspricht sich in der Regel am Anfang gerade ganz konkret mit Konsum. Ja,
Ich finde, das widerspricht der finanziellen Unabhängigkeit, aber nicht unbedingt der finanziellen Freiheit. Das ist richtig. Na? Also hast du absolut recht. Das Timing ist hier wichtig. Und am Anfang finanziell unabhängig heißt, du kannst durch passives Einkommen alle deine Rechnungen zu bezahlen, aber halt noch nicht deinen Konsum. Ja. Und finanzielle Freiheit heißt, du kannst dir deine 3, 4 Sachen, die dir am allerwichtigsten sind im Leben, auch noch davon erfüllen. Und dann kannst du natürlich auch Konsum betreiben, solange das in dem Bereich der finanziellen Freiheit ist und durchs passive Einkommen gedeckt ist. Weil wenn du natürlich den Konsum enorm ausweitest, sagen wir mal 3, 4 Sportwagen und eine dicke Villa, dann bist du wieder in der Phase, dann verlierst du deine finanzielle Unabhängigkeit im Prinzip auch wieder. Ja. Weil dann musst du ja schaffen, um den ganzen Kram zu bezahlen. Das stimmt. Da gibt es auch einen schönen Spruch, der heißt, what you owns, owns you. Ja. Das heißt, das, was du besitzt, besitzt auch dich. Und deswegen ist Besitz, man muss vorsichtig mit Konsum und Besitz sein. Ja. Weil ganz schnell arbeitet man für, ich sag mal, so materielle Dinge, die, die eigentlich einem wirklich selber wirklich nicht glücklich machen. Ja. Und wenn du sagst, damals schon die finanzielle Freiheit oder Freiheit war das Wichtigste, konntest du das damals auch direkt an Zahlen festmachen? Ja. Da musst du darauf hinarbeiten? Ja, also was ich am Anfang gesagt habe, du machst deine Aufstellung, diese Kosten hast du im Monat. Ja. Und wenn diese Kosten durch passive Einkommensströme gedeckt sind, dann bin ich finanziell unabhängig. Ja. Das kann man ja berechnen. Mhm. Und wenn du einen Booster willst, dann versuchst du so wenig laufende Kosten wie möglich zu haben. Ja. Weil umso schneller bist du natürlich finanziell unabhängig. Denn wenn ich in einer Einzimmerwohnung wohne, die, sagen wir jetzt mal, 300 Euro kostet, dann sind die Kosten schneller gedeckt durch passives Einkommen, als wenn ich in einem Luxusstudio wohne, das mich 3.000 Euro im Monat kostet. Dann dauert das viel länger, finanziell unabhängig zu werden, als wenn ich niedrige Kosten habe. Okay. Und richtig schnell geht es eigentlich erst dann, wenn du finanziell unabhängig bist. Das heißt, es hat einen Sinn, das Timing eigentlich so zu gestalten, dass man so schnell wie möglich versucht, finanziell unabhängig zu werden. Und wenn man das ist, dann ist ja im Prinzip alles, was du dazu verdienst, Taschengeld oder wieder Investmentsumme. Und dann überlegst du dir, okay, was will ich? Ich will zum Beispiel einen Porsche fahren, der kostet mich im Monat 1.000 Euro. Dann sagst du, okay, mein Mindset ist jetzt so geprägt, dass ich jetzt 2, 3 Wohnungen kaufen muss, die diese 1.000 Euro erwirtschaften und dann fällt der Porsche ab, weil dann muss ich nicht mehr dafür arbeiten. Dann bezahlen letztendlich die Mieter für den Porsche. Ja. Nun, das ist ein ganz anderes Mindset, nicht sich immer zu fragen, wie kriege ich das hin und nicht, ob ich das hinbekomme. Ja. Ne, und so schnell du bist beim Aufbau des passiven Einkommens, umso schneller darfst du dann deinen Porsche fahren und der fällt halt einfach ab. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man am Anfang sich mal die Ziele gesetzt hat, wo man sagt, da habe ich die finanzielle Freiheit erreicht. Bei mir waren es damals, ich brauche 5.000 Euro pro Monat, damit kann ich super leben. Klar, diese Zahl setzt man sich am Anfang mal, dass man darauf zuarbeiten kann, aber die kann sich auch ein bisschen verändern. Weil wenn ich natürlich halt sage, ich ziehe jetzt in eine günstigere Wohnung, dann sinken ja plötzlich meine Kosten, wie du schon gesagt hast. Ja. Oder ich verkaufe halt mein Auto, dann sinken die Kosten nochmal. Ja. Dann kommst du viel schneller dahin. Ja, wenn du es machst, Airbnb, Vermietung, alles zu tun, um die laufenden Kosten zu reduzieren. Ja. Umso schneller ist man finanziell frei, umso schneller geht der Vermögensaufbauprozess. Ja. Und umso schneller kannst du dann das machen, auf du Bock hast. Ja. Und dann, wenn man irgendwann mal die finanzielle Freiheit erreicht hat, das heißt ja auch nicht, dass man sie das immer behält. Weil man muss, das ist ja auch ein Status. Nö. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die es dann erreicht haben und dann plötzlich sagen, jetzt kann ich auf die Kacke hauen, geben dann Gas und dann geht es plötzlich wieder bergab. Ganz genau, deswegen brauchst du auch einen Vorsichtigkeitspuffer. Mhm. Das heißt, wenn du das bis ins Letzte ausreizt, dann kann ja immer auch mal was passieren. Zum Beispiel, ein Mieter kündigt deinen Mietvertrag, da hast du erstmal 4 Monate vielleicht keine Miete oder so. Und dann bist du erstmal wieder unterdeckend unterwegs, bis du das Problem wieder gelöst hast und dann läuft es wieder im Stream und dann bist du wieder frei. Oder wenn du Konsumtechnisches übertrieben hast. Ja. Ne? Oder wenn der Staat jetzt für uns als Selbstständige zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung einführt, dann erhöhen letztendlich sich die Kosten um 18,6% vom Gewinn. Dann musst du eigentlich auch wieder was tun, weil dann bist du wieder aus deiner Komfortzone raus, letztendlich um diese Zusatzkosten zu decken. Ja. Also der Staat will die gesetzliche Fürsorge auch für Unternehmer einführen. Ja. Bisher gilt das ja quasi nur für Angestellte und Verantwortliche. Unternehmer konnten ja mal selber vorsorgen, aber es gibt halt die Idee, dass das jetzt auch für Unternehmer eingeführt wird. Und dann entsteht plötzlich ein riesengroßer neuer Kostenblock. Ja. Genau, den du dann wieder decken musst. Ja. Ne? Und im Prinzip steigen die Kosten im Leben permanent. Das merkt jeder Mieter, dass die Nebenkosten immer steigen. Mhm. Es wird nie was billiger. Ja.
Also bist du natürlich auch gefordert, immer wieder deinen passiven Einkommensstrom nachzuoptimieren oder deine Kosten wieder zu reduzieren, indem du dich dann entscheidest zu sagen, nee, ich verlasse Deutschland und spare mir den Rentenversicherungsanteil, weil Rente werde ich sowieso nicht kriegen hier. Ne, also, und außerdem will ich auch überhaupt keine Rente haben, weil ich möchte eigenverantwortlich leben für mich. Denn im Prinzip, wenn du finanziell unabhängig bist, dann kriegst du ja schon deine ewige Rente. Ja. Dann brauchst du ja eigentlich keine mehr vom Staat. Ja. Also warum sollst du da einzahlen? Macht doch keinen Sinn. Ne, das Geld ist ja im Prinzip dann mal weg. Ja. Hallo, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Meine kostenfreien Mentor-Tipps in deine Mailbox. Einfach nach unten gehen und unseren neuen Newsletter abonnieren und du bekommst die neuesten Informationen rund um das Thema Vermögensaufbau, finanzielle Unabhängigkeit und Immobilieninvestment. Also nicht die Chance entgehen lassen, unten einfach den Newsletter abonnieren. Beste Grüße, dein Flo. Und das ist ja das Schöne von der finanziellen Freiheit, wenn du die Einkommensströme aus verschiedenen Quellen bekommst und am besten halt auch aus ortsunabhängigen Quellen. Ja, Diversifikation, was wir hier viel hatten. Ne? Ja, genau. Dann, wie gesagt, dann kannst du ja auch dahin ziehen, wo du willst, kannst auch machen, was du willst und wie du es halt willst. Ja. Ne? Es ist ja, gut, die Immobilien, die sind zwar immobil, sind in unserem Fall halt in Deutschland. Ja, aber du bist mobil. Aber du bist ja mobil, so ist ja egal, ob du jetzt dein Bargeld abhebst, ob du auf in Spanien bist, ob du in Deutschland bist, ob du in Südamerika bist. Das ist halt das Gute. Und wenn es dann plötzlich mal in Deutschland große Probleme gibt, dann gehst du in ein anderes Land. Ja? Und kannst dich durch die finanzielle Freiheit auch dort ein bisschen... Wobei so reiseverrückt, glaube ich, wie wir sind, die meisten nicht. Ne, die wünschen sich, also die meisten Kunden, mit denen ich spreche, die wünschen sich eigentlich mehr Möglichkeit für Konsum. Mhm. Ne, hatte auch mit dem Nick ein cooles Gespräch. Letztendlich kannst du deine Lebensqualität ja danach bewerten, wie viel du im Leben ausgegeben hast. Mhm. Ne, also, um es mal andersrum zu formulieren, umso mehr du ausgeben kannst, umso freier bist du ja letztendlich auch. Ne, weil Konsum macht ja auch Spaß, ne? Also das ist ja gar keine Frage. Mhm. Ne, nur Konsum macht dann keinen Spaß, wenn du deinen Stock aufzehrst und wenn es dich aus der Freiheit nimmt. Ja. Ne, dann ist eigentlich Konsum kontraproduktiv. Mhm. Aber wenn Konsum im passiven Stream mit drin ist und er dein Leben verbessert und schöner und angenehmer macht oder auch das Leben anderer, je nachdem, was du vorhast. Manche sind ja auch kirchlich aktiv und engagieren sich da und geben dann gerne einen Teil ab. Das ist ja auch super, je nachdem, worauf du halt Bock hast. Ne? Ja. Und meiner Meinung nach, umso freier du bist, umso mehr kannst du helfen. Ja. Umso eingespannter, wenn du selber im Knast sitzt, dann kannst du ja keinem helfen. Ne? Also, aber dieses Mindset musst du halt erstmal entwickeln. Und die größte Hürde, finde ich, am Anfang ist, dass man natürlich permanent von der Werbung verlockt wird, immer wieder Konsum zu betreiben. Und dass das System dich ja auch ständig wieder zurückzieht. Ja. Ne? Und du musst erstmal diesen Wunsch auch haben, frei zu sein. Und der muss halt so stark sein, dass es dich abends im Prinzip nicht mehr juckt, ein paar Stunden extra zu machen. Es ist ja auch nicht nur die Werbung, die dir da ans Bein pisst. Oft ist es ja auch das eigene Ego. Klar. Ja? Wenn du zum Beispiel, wie ich, wirklich aus einem sehr bescheidenen Leben kommst und dich von unten halt nach oben hocharbeitest und dann hast du mal ein gewisses Level, einen gewissen Status erreicht, dann willst du dich ja auch selber ein bisschen belohnen. Ja? Du willst dir sagen, ja, ich habe das jetzt geschafft, habe mich hochgearbeitet und das will ich mir jetzt auch mal gönnen. Aber in dem Moment denkst du denn nicht weiter, würde ich jetzt noch 3-4 Jahre lang weiter Gas geben, dann hätte ich das in Zukunft für immer, und ohne Abhängigkeiten. Ne? Jede Lederjacke, die du kaufst, setzt dich zurück. Ja. Ne? Also in der finanziellen Unabhängigkeitsphase. Ja. Und das ist auch, glaube ich, einer der ersten Schritte, sich das Ganze halt auch einzugestehen. Wie du sagst, klar, erstmal eine Analyse machen, dann wirklich auch sagen, was brauche ich und was nicht, was ist auch für mein Ego oder was ist für das Ego von anderen Leuten, wie auch immer. Manchmal wird ja auch in verschiedenen Familien was vorausgesetzt. Wir leben ja nicht alleine. Ja, genau. Ne? Die sagen dann, ja, bei uns in unserer Gesellschaft wird das erwartet und jenes. Das heißt, da muss man erstmal aufhören, sich auch selbst zu belügen. Und wenn man herausgefunden hat, dass finanzielle Freiheit das Wichtigste ist, dann muss man da komplett seinen Fokus drauf setzen. Weil dann kann man es eigentlich auch in einer guten Zeit schaffen. Dann muss man nicht bis 67 arbeiten, bis man dann frei ist vom Arbeitsleben. Ja, also ich sag mal so, ne, wenn du nicht finanziell unabhängig wirst, musst du arbeiten, bis du umfällst. Ja. Das ist mal ganz einfach. Ja. Wie lange hat das dann bei dir gedauert, bis du den Status erreicht hast? 9 Jahre. Und was war die größte Hürde von dir? Nichts auszugeben. Naja, schau, weil du immer die Versuchung hattest. Ja klar, weil das Marketing versucht dich ja ständig zu überzeugen, dass du das unbedingt brauchst. Ja. Dein Umfeld definiert sich ja auch oft
Klamotten, über Uhren, über was weiß ich was, über eine schöne Wohnung, über ein schönes Auto. Du willst ja auch Erfolg ausstrahlen, du willst von anderen dafür auch bewundert werden. Wow, hast du ein geiles Auto und toll Uhr. Mensch, der muss ja, ne? Ist ja auch gerade bei Beziehungen ist das ja auch ein Attraktivitätsfaktor. Ja. Ne? Also wenn du in der Studentenbude wohnst und morgens Müsli isst und abends deine Pizza kochst, dann ist das natürlich nicht so attraktiv vielleicht auch für die junge Dame, dein Leben so 6-7 Jahre mit dir weiterzuleben, weil das dein Traum ist, als wenn du schon dir die große Wohnung angemietet hast, das komfortable Auto mit Ledersitzen und Klimaanlage, ne, das ist natürlich anders. Ja. Das heißt, du hast eigentlich jeden Tag damit zu kämpfen. Ja. Also ich muss sagen, das ist schon Zeit, war nicht scheiße. Ja. Ne? Also, oder wenn du in der Disco bist, dann trinkst du halt eine Cola oder so, ja, und das war's halt. Ne? Ja. Und du lässt dich nicht volllaufen wie seine Kumpels, sondern du versuchst sie dann eher zu motivieren, vorzuglühen, ne? Um die Kosten zu reduzieren. Weil wenn du dich viermal im Monat volllaufen lässt in der Diskothek, dann bleibt nichts über. Ja. Ne? Also, das muss man ganz klar sagen. Also, ja. Und du hast halt ständig einen Verteilungskampf. Freiheit, Konsum, ja. Freiheit und sofort Belohnung. Ja. Ne, und wir arbeiten ja auch den ganzen Monat, dann kriegen wir am Ende des Monats unser Gehalt, das ist ja eine Belohnung. Ey, und dann können wir die Belohnung nicht genießen. Was für eine Scheiße. Ja. Sondern dann müssen wir die Belohnung nehmen. Ja. So als wenn ihr einen das Weihnachtsgeschenk wegnimmt, ne, und dann wieder in die Kiste packt. Ja. Und so fühlt sich das auch an am Anfang. Ja. Wobei es natürlich nicht heißt, dass man komplett auf Konsum verzichten muss, aber es sind natürlich zwei Stellschrauben. Das eine ist weniger ausgeben, das andere mehr verdienen. Und du kannst natürlich sagen, klar, wenn ich ein gewisses Level an Konsum brauche, dann ist das zwar okay, dann musst du aber mehr verdienen. Das Problem ist nur, bei dem mehr verdienen, das machst du ja aus deinem Brutto. Das heißt, du bezahlst quasi doppelt. Der Hebel ist schlecht. Und bei den Ausgaben, das sind ja die, die du von deinem Netto bezahlst. Das heißt, wenn du sagst, entweder 100 Euro mehr sparen oder 100 Euro mehr verdienen, ist das nicht dasselbe 1:1, sondern bei dem Verdienen, da kommen ja noch Steuern drauf. Das heißt, du musst 150 Euro verdienen oder 150 Euro weniger ausgeben. Und ich glaube, was auch super interessant ist, ihr merkt, wir reden die ganze Zeit nicht über Mietersuche. Wir reden die ganze Zeit nicht darüber, wie man ein Objekt findet. Wir reden nicht, wie man eine Finanzierung macht. Scheinbar sind das nicht die Probleme. Ja. Sondern das Hauptproblem ist das Ding, was du morgens beim Rasieren im Spiegel siehst. Ne? Also das ist deine Haupthürde. Ja. Und wenn du die nicht meisterst, dann wirst du nie frei. Ja, weil dir kann ja, gerade im Immobilienbusiness kann dir ja jeder sagen, wenn du Probleme hast, wie in der Finanzierung, mit der Mietersuche, mit dem Wasserschaden. Da gibt es schon tausend Leute, die das halt erlebt haben, die es gelöst haben, aber deine Emotionen, die kennst nur du. Yep. Ne? Und die jeder ist individuell. Ja, die kannst auch nur du selber lösen. Ja? Ich meine, du kannst mir noch die geilsten Tipps geben, wenn ich aber mental irgendwie blockiert bin und die halt nicht annehme, ja, dann... Oder manchmal hört man die auch gar nicht, wenn man so eine Art selektive Wahrnehmung hat. Ja. Der andere erzählt einem die ganze Zeit, wie man es machen soll. Man hört es aber nicht. Ja. Weil man gerade in dem Moment, so wie man eingestellt ist, gar nichts damit anfangen kann. Das ist wie, manchmal liest man ein Buch und das findet man voll Shit. Ne? Und dann packt man das Jahre später aus und dann denkt man, wow, wieso habe ich das vorher noch nicht gelesen? Aber du warst vorher einfach noch ein anderer. Mhm. Ne? Und deswegen reden wir auch viel über innere Einstellung, Motivation zu dem Thema. Und erfolgreich, was Erfolg ist, muss auch jeder für sich selber definieren. Aber finanzielle Freiheit, wenn wir das mal als Erfolg sehen, als Ziel sehen, wirst du nur, wenn du dich aktuell natürlich nicht frei fühlst. Ja. Weil sonst kriegst du den Schmackes nicht ran. Ja. Ne, und wenn das für dich ein erstrebenswerter Zustand ist und wenn du in der Lage bist, über dich selbst zu lachen und über dich selbst zu reflektieren. Ja. Das ist einer der wichtigsten. Es gibt da Menschen, die reflektieren überhaupt nicht über sich. Ja. Ne, also dann ist es sehr schwierig, auch besser zu werden. Ja. Ne, also das ist ja auch das Geile jetzt zum Beispiel an YouTube. Ja? Wenn du Videos machst und dir die Videos auch selber anschaust oder deine Freunde, die anschauen, deine Bekannten, die geben dir dann halt Tipps. Ja? Das heißt, wir liefern jetzt ja nicht nur Gedankenanstöße für euch, sondern das hilft uns ja zum Beispiel auch weiter. Wenn ich mir mein Video angucke oder Flo guckt sich meine Videos und sagt mir, hey, ich habe das und das gesehen, ich habe den Tipp für dich. Ja. Und dann verinnerst du jetzt, das ist unglaublich gut. Ja. Und das hilft uns auch unglaublich weiter. Ja, und diesen Tipp, den lehnen wir auch nicht ab. Ne? Sondern, ich meine, du kannst ja durchs Leben offen gehen oder du kannst natürlich auch verschlossen sein. Und viele sind verschlossen, weil sie Angst haben, dass ihnen vielleicht jemand attackiert oder was Böses will. Aber eigentlich ist eine der wichtigsten Eigenschaften, man darf ja kritisch sein. Ja. Man darf hinterfragen. Aber man muss offen bleiben. Wobei ich glaube, dass die Leute, die verschlossen sind, die beschäftigen sich auch nicht mit dem Thema finanzielle Freiheit. Weil ich glaube, wenn du dich mit der finanziellen Freiheit beschäftigst,
da musst du ja selber dich auch mal im Gedanken frei machen. Ja. Und sobald du das machst, öffnest du dich ja auch für eine komplett neue Welt. Ja. Weil du brichst ja aus dem 0815-Leben halt aus und du siehst plötzlich viele neue kleine Inseln, die du vorher gar nicht wusstest, dass sie da sind. Definitiv. Und dann, wenn da jemand kommt, auf der anderen Seite drüber winkt und sagt, hey, ich kann dir einen Tipp geben, ne? Dann nimmst du das schon an. Ja. Du setzt es vielleicht nicht eins zu eins um oder gehst nicht genau den gleichen Weg, aber der Gedanke ist meistens der gleiche. Und auch wenn man jetzt unterschiedliche Probleme hat oder unterschiedliche Hürden hat, ja, bei mir ist zum Beispiel die größte Hürde zur finanziellen Freiheit meine Ungeduld. Ja? Weil ich sage mir, ich habe das jetzt vor 4 Jahren entdeckt, das Thema. Nee, das und ich will nicht. Das und ich will das so schnell wie möglich erreichen. Du postest YouTube-Videos wie so ein Weltmeister, da fühlt sich ja manch anderer lausig. Das ist super für den Wachstum, aber es... Hey, ich grüße dich. Für alle, die noch kein Eigenkapital haben, jetzt gut zuhören. Im Leben ist eigentlich vermögenstechnisch ein Dreiteiler. Der erste Teil beschäftigt sich damit, sich zu qualifizieren. Da ist Deutschland gut aufgestellt, dich zur Fachkraft zu entwickeln, damit du in der Lage bist, mit deinem Kopf, mit deinen Händen aktiven Cash zu generieren. Der zweite Teil, und das müssen wir lernen, und das ist mit das Schwierigste, ist, wie man Geld managt, wie man Vermögen aufbaut, wie man Geld behält. Und erst der dritte Teil beschäftigt sich eigentlich mit Investment. Weil um investieren zu können, brauchst du auch Investitionsmasse. Wenn dir also noch Eigenkapital fehlt und du noch nicht so den Bogen raus hast, wie man sein eigenes Geld managt, und das betrifft eigentlich die meisten Menschen, dann schau dir doch mal meinen Kurs an, das 1x1 des Vermögensaufbaus, denn hier wird dir geholfen. Beste Grüße, dein Florian. Auch interessant. Also, sorry, dass wir heute so viel quatschen, ne? Und dass jetzt hier nicht kommt, du musst vermieten und wie du vermietest und an wen du vermietest und warum du vermietest und wen nicht und so. Weil das ist eigentlich gar nicht so das Problem, wenn du selber deine Ziele definiert hast und du hast dich dazu entschieden, frei zu werden. Hm. Ne? Aber da fängt's an. Ja. Also das waren jetzt, wie gesagt, mal unsere Gedanken zum Thema finanzielle Freiheit und auch die Hürden, die wir beide hatten. Und jeder hat ja seine eigenen Hürden. Deswegen würde es uns natürlich auch mal interessieren, was sind denn eure großen Hürden bei finanzieller Freiheit? Schreibt das gerne in die Kommentare, dann antworten wir da drauf. Und das Interessante ist auch, nicht nur meine Meinung zu hören, sondern die Meinung vom Alex, weil wir sind ja unterschiedlich, also haben wir unterschiedliche Herangehensweisen und du wirst richtig gut, wenn du dir verschiedene Meinungen, verschiedene Herangehensweisen anhörst, reflektierst und daraus deinen eigenen Weg entwickelst. Mhm. Und für die Inhalte, wie man, ich sag mal, eine gute Immobilie findet, könnt ihr das Buch von Alex lesen oder auch das Buch von mir. Es sind halt wieder auch andere verschiedene Herangehensweisen, die einem letztendlich helfen, dieses Thema besser für sich zu erschließen. Ja. Und deswegen sitzen wir hier auch ganz entspannt und lachen über unsere Schwächen und Stärken und was uns begegnet ist und was nicht, weil wir uns in dem anderen dann auch wiedersehen. Und das macht es ja auch interessant, das ganze Spiel. Ja, das stimmt. Also wenn ihr mehr vom Flo hören wollt, schaut gerne auf seinem Channel vorbei, den verlinken wir. Wenn ihr gerne von mir definitiv hören wollt, verlinke Channel. Ich zum Alex. Ja. Und dann kriegt ihr die doppelte Dosis von unserem Schmarrn. Ja. Also Florian, vielen Dank. Ne, das super, Alex. Gespräch. Danke. Wir verbringen jetzt hier noch 1-2 Tage auf der Insel, haben noch weitere coole Gespräche. Es gibt wahrscheinlich auch das ein oder andere Interview noch mehr. Und wir, würde ich sagen, sehen uns dann im nächsten Video. Also, tschüss. Bis bald. Grüß dich, Leute. Eine kurze Sache noch zum Schluss, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Seid so nett und empfehlt das Video ordentlich weiter, dass ich mit dem Alex Raue hatte. Weil wir haben so einen kleinen Wettbewerb, hey, wer kriegt am meisten Views und am meisten Abonnenten auf das Video, denn wir haben beide das gleiche Video hochgeladen. Also bitte tut mir den Gefallen und viewt das Ding ordentlich und liked es und empfiehlt es euren Freunden, damit ich ein paar mehr Views kriege als der Alex. Denn wir haben da eine kleine Battle am Laufen. Ihr werdet mir total einen Gefallen tun, mir an der Stelle zu helfen. Also nochmal beste Grüße, Leute. Und bitte, bitte, Leute, die Glocke, abonniert das Ding, damit ich gegen den Alex gewinne. Liebe Grüße, tschüss, euer Flo.